Diese Negativserie, die wollten die Trierer natürlich heute brechen. Allerdings war Köln da schon eine echte Herausforderung. Aber wenigstens waren auf Trierer Seite wieder die Stürmer fit. Jan Ebling berichtet. Nagy Braham, sein letzter Torjubel, der ist schon seit 3 Monaten verhallt. Dani Winkler hatte in diesem Jahr noch gar nicht das Vergnügen. Magere Monate für Triers Stürmer. Ich freue mich zwar über ein gutes Spiel, aber wenn ich kein Tor gemacht habe, da fehlt irgendwas. Dieses fehlende Irgendwas, das wollte auch Braham endlich wiederfinden und damit Triers Niederlagenserie stoppen. Aber Köln hatte gar keine Lust, sich die Aufstiegsfeier versauen zu lassen. Fröhliches Hin- und Hergehüpfe im Strafraum, Triers Abwehr gelähmt und schon ist er drin. 1:0 durch Kölns Stürmer Markus Kurt. Die Zeitlupe gibt den Torbeweis. 30.000 Zuschauer sahen eine aufregende Partie und leider auch dieses gestreckte Bein von Sebastian Helbig. Nach einer halben Stunde war für ihn schon Feierabend. Die Eintracht jetzt mit mehr Platz, den dieser Dribbelkönig von der Mosel eigentlich gar nicht braucht. Mehr mit Dragusa. Das 1:1 noch vor der Pause. Mal wieder kein Stürmertor, aber ein schöner Spaziergang durch die Kölner Abwehr. Das war ein sehr wichtiger Tor, Ausgleich. Und mit ein Mann mehr, wir haben gezeigt, dass wir auch Fußball können spielen. Sie spielten nicht nur gut, sondern zeigten den unbedingten Willen zum Sieg. Dani Winkler, endlich wieder ein Stürmerjubel. Das 2:1 Führungstor, so schön und so lang ersehnt. Ich war besonders heiß letzte Woche schon und wollte natürlich unbedingt noch mal ein Tor machen, zumal es ja das erste auch jetzt in der Rückrunde war. Winklers Sturmpartner Braham blieben diese Glücksgefühle versagt. Seine Kollegen waren heute torhungriger. Dragusa wird an dieser Lust gehindert. Klarer Strafstoß. Markus Costa ohne Probleme zum 3:1 Endstand. Niederlagenserie beendet. Das Engagement war ja durchgehend da. Die Mannschaft hat immer gekämpft und Fußball gespielt und hat nur die Tore nicht gemacht dafür. Und Danny freut sich, weil er auch immer alles gibt, weil er mir ein Tor gemacht hat. Schluss mit der Leidenszeit. Die mageren Monate sind zumindest für einen Stürmer vorbei. Endlich darf wieder gejubelt werden bei Eintracht Trier.